Servus, willkommen hier in Ackendorf. Ja, kleines Problem, hier kam noch ein Anruf dazwischen und ja, vergessen Pause zu drücken. Jetzt sind wir schon deutlich näher an 17 Uhr dran. Also wir müssen uns eilen, dass wir Körnermais noch komplett verkauft bekommen. Aber sollte gehen, es war ja, ja etwas mehr als ein Anhänger. Wir schauen mal, wie viel bleibt überhaupt zurück. Ah, 12.000 sagen wir mal rund, also könnten wir sogar überlegen, ob wir nicht hingehen und sagen, komm, hier die 12.000, die lassen wir im Lager drin fürs nächste Mal. Lohnt sich ja nicht so ganz, deswegen jetzt extra nochmal zu fahren, ja, also machen wir 12 mal 5, sind wir bei 60.000, ja gut, im Hänger haben wir nur 56.000. Also ist es schnell umlenken. Wir können nicht mehr rumgucken. Wir können einfach nicht bremsen mit der Kiste. Also es ist etwas mehr als ein Fünftel, aber es ist eben, es müsste weniger noch sein als ein Viertel Anhänger. Und von dem her, ja, lohnt sich das nicht. Wenn der Preis später im Laufe des Abends hier im Spiel, bevor das Depot anfängt, dann Feierabend zu machen, sollte da der Preis nochmal deutlich in die Höhe gehen. Wir können ja dazu einfach mal schauen. Im Moment ist also bei Körnermais der Preis bei 999,6. Und sagen wir also mal, sollte der im Laufe des Tages dann über 1000 nochmal drüber gehen, dann kann man vielleicht mit einem kleinen Anhänger das nochmal nachholen. Aber jetzt erstmal, wo es darum geht, hier Massen zu verkaufen, bevor eben um 22 Uhr, war doch 22 Uhr, ja, sah so aus. Auch hier wieder mit dem Bremsen Probleme gehabt. Ja, 8 bis 22 Uhr. Was auch interessant ist, stand da nicht sogar Montag bis Freitag nur? Wir haben heute Sonntag in-game. Ja, Montag bis Freitag. Also samstags und sonntags müsste laut der Beschilderung das Depot zu haben. Weiß das Spiel aber nichts von. In dem Spiel hat das Depot nämlich zu diesen Zeiten auch samstags und sonntags offen. Also da hätte man dann vielleicht entweder das Schild doch ein bisschen anders gestalten müssen oder über ein Skript regeln, dass das Ganze wirklich samstags und sonntags zu hat. Wäre natürlich auch irgendwo eine interessante Geschichte. Andererseits sehe ich hier in dem Spiel die Wochentage auch gar nicht unbedingt als die Wochentage, weil, ja, man kann halt, theoretisch kann man an einem Tag ja ernten, zumindest wenn man eben nur ein Feld hat, kann ernten, kann düngen, ansäen und am nächsten Tag wieder von vorne anfangen. Und im Real Life, wo ja die Wochentage natürlich schon deutliche Unterschiede machen, da ist es ja eben nicht so. Das heißt, wenn man in diesem Eintagesrhythmus geht, dass man wirklich an einem Tag alles macht, ist so ein Tag eher wie ein Jahr, weil halt eben alles drankommt. So, da Körnermais jetzt eben erstmal nicht mehr reinkommt, werden wir da dann natürlich auch den Zug wegschicken, sobald der Hänger leer. Hänger ist leer, also hier, whoops, weg damit. Dann kommen wir so langsam aber sicher wieder an die Kontostandsgrenze, an der wir dann sagen können, wir hauen den Kredit wieder weg, den wir eben aufgenommen hatten. Und ja, ich weiß gerade schon wieder nicht mehr genau, wofür hatte ich den Kredit. Ach so, ich musste noch ein bisschen, um mir wirklich alle Felder kaufen zu können. Genau, das war's. Das war der Grund gewesen.
Ich wollte doch sagen, ich hatte doch jetzt gar keine neue Maschine gekauft, aber nee, es war beim Feldkaufen, hatte der Kontostand nicht ganz ausgereicht. So war's. Gut, das auch auf jeden Fall jetzt die letzte Aufnahme für den heutigen Real-Tag. Denn ich muss ja dann in einer halben Stunde streamen. Vorher natürlich auch noch mal ein bisschen Streaming-Vorbereitung und so weiter. Also ist nicht so einfach. So, drehen wir hier mal um. Und fahren hier. Dann fahren wir den nicht hinten drauf. Fahren wir ein bisschen hinterher. Hier kurvenreiche Strecke. Da ist ja doch. Ja, schwierig manchmal mit dem Überholen. Gut, wer die Map kennt, weiß, an der Stelle kommt kein Gegenverkehr. Also man könnte die linke Fahrbahn komplett nutzen. Aber ja, dann heißt es wieder, das ist nicht realistisch, so kann man nicht fahren, man würde ja nicht sehen und es könnte ja rein theoretisch was kommen und tralala und ja, deswegen machen wir das hier einfach so. Wir fahren hinterher und hier biegen wir ja ab. Und dann können wir wieder aufs Gaspedal treten und können wieder ein bisschen schneller machen. So, jetzt müssen wir natürlich warten bis 17 Uhr, bis sich die Preise ändern. Vorher, ja, bekommen wir A, nicht mehr wirklich was verkauft. B, alles andere, was wir verkaufen wollen, ist in einem Abwärtstrend oder zumindest momentan nicht in einem Aufwärtstrend. Deswegen stellen wir hier einfach mal die Maschine ab. So, nehmen uns den kleineren JCB und werden uns mit dem dann eben mal einen Anhänger holen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. So. Hier den kleinen Anhänger. Haben wir ja in der letzten Folge gesagt, 14.000 Liter passen rein. Machen wir 14.000 Liter. Oh, ich habe das Licht hinten an, das brauchen wir nicht. 14.000 Liter Kartoffeln füllen wir hier rein. Es würden 14.000 und ein bisschen was, also nicht ganz 15.000 in den Wascher passen. Aber ja, müssen wir ja nicht so genau. So. Hier steht Zuckerrüben. Ja, die Schrift, die ist auch vielleicht ein bisschen klein aus der Ferne. Kartoffeln, hier müssen wir hin. Aber meist braucht man ja die Schrift eh nicht. Man gewöhnt sich dann auch irgendwann, wenn man öfter mit Kartoffeln und Rüben arbeitet, natürlich daran, wo ist was und braucht dann gar nicht mehr auf die Schilder gucken. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht als Kritik aufzählen. Es ist halt am Anfang erstmal ein bisschen Gewöhnungsphase und komm, wir fahren hier lang. Hätten ja die Abkürzung auch jetzt nach links über die Felder nehmen können. Aber wir fahren mal hier lang. Kippen das ab und dann geht's zurück zum Hof und ja, dann schauen wir eben. Da kommt nichts, da kommt nichts. Dann schauen wir eben, dann können wir uns den Marschall ja schon mal dranhängen. Denn wie gesagt, Paletten werden wir auf jeden Fall auch noch versuchen, jetzt an dem Spieltag zu verkaufen. Und vielleicht bleibt ja sogar noch ein kleines bisschen Zeit über, dann Baumstümpfe zu fräsen, neue Bäume anzupflanzen. Das haben wir ja jetzt auch doch. Seit einigen Tagen schon immer wieder verschoben, weil die Zeit nicht gereicht hatte. Vielleicht schaffen wir es ja dann doch noch. So. Können wir fahren. Wunderbar. So, hier rum. Da haben wir schon wieder Verkehr vor uns. Also machen wir mal hier wieder Tempomat.
Weil hier, da sehen wir auch da hinten, da kommt schon Gegenverkehr, ist also nicht ganz so günstig hier mit dem Überholen. Jetzt sehen wir nicht, ob da hinterm Hügel vielleicht schon, und da kommt da schon der nächste. Also ist halt auch von der Sicht hier so rum nicht ganz so günstig. Bergab kann man eher überholen, bekommt man natürlich mehr Schwung. So bremsen uns die Kartoffeln ja eben auch noch ein bisschen aus. Und bergrunter hat man eher die Sicht Richtung Tunnel. Kommt jemand oder ist wirklich frei? Aber haben wir ja hier wunderbar jetzt gemeistert. Und man muss ja nicht immer überholen. So, Kartoffeln wiegen wir natürlich auch hier oben. Ganz, 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 ganz klar. So, hier lang. Denn wie gesagt, die Schüttgüter, die wir hier hinzufügen, die wiegen wir. Was wir hier nicht wiegen, ist, wenn wir hier jetzt eben, ja, den Kompost, den Abfall der Kartoffelwaschanlage, wenn wir den wegbringen, das wiegen wir nicht. Wenn wir es verkaufen, würde es am Depot gewogen werden, aber hier, das ist quasi im Prinzip die Waage, was wird hier hinzugefügt? Hackschnitzel hier hinten. Ja, hat FSM dann irgendwann auch mal geschrieben. War gedacht, ja, ich habe ja anfangs mal überlegt, ist das vielleicht zur Befeuerung, damit der Kessel zum Kochen geheizt werden kann? Oder ist es ja in den Kartons, um hier irgendwie was auszudämmen oder eben ja zu stabilisieren, dass es nicht zu Bruch geht? Aber nee, FSM hat sich dann irgendwann mal gemeldet. Die Hackschnitzel, die wir hier bei der Lebensmittelproduktion abliefern müssen, ist also scheinbar auch schon gedacht gewesen als Stromversorgung. Daraus wird Strom gemacht. Naja, Als ich die Begründung dann gehört habe, habe ich mir halt dann auch überlegt, okay, machst es weg, weil Strom. Hier vorne sehen wir sie schon. Hier läuft ja Strom lang, hier oben. Also Strom ist hier eigentlich im Umfeld vorhanden und ja, warum ist dann so eine Anlage nicht dran angeschlossen? Aber ich habe mir dann gedacht, nee, ich lasse es einfach da und ich kann mir ja vorstellen, es wäre nicht für Strom, sondern es wäre eben nach wie vor, keine Ahnung, zum Kessel beheizen. Oder ja, vielleicht auch, dass diese Lebensmittel, die dort hergestellt sind, dass die geräuchert werden. Das könnte ja zum Beispiel auch sein. Und da braucht man natürlich für den Räucherofen, braucht man Späne. Also, das klingt da für mich jetzt einfach, ja, so ein bisschen sinniger. Aber das kann jeder natürlich auch für sich selber entscheiden, was er da als Begründung hat. Und wer sagt, boah, nee, will ich gar nicht, der lässt es halt dann einfach komplett weg. Also der muss sich die Map dann natürlich dementsprechend ändern. Dachte gerade, oh, hier links habe ich vergessen zu düngen, aber nee, da hatten wir ja Gülle gegrubbert, deswegen ist da keine Kalktextur zu sehen. Ich habe schon fast einen Herzschlag gekriegt, wie, warum ist da nicht und hier genauso, aber nee, hier ist auch gegüllegrubbert. Daher kein Kalk auf dem Acker. So, was sagt die Zeit? 14 Minuten? Ja, dann können wir auf jeden Fall natürlich noch den Hänger wieder zurückstellen. Dann geht es langsam in Richtung Stream. Auch mal schauen, vielleicht streame ich dann sogar hier verkaufen. Aber andererseits, nee, das ist schon wieder zu viel Spoiler-Kontostand. Nee, das lassen wir, das lassen wir. Aber ich könnte auf der Volksholm, könnte ich verkaufen. Da habe ich ordentliche Lagerbestände und einen schlechten Kontostand. Da streame ich das. Mal schauen. Für euch ja eh uninteressant, weil der Stream für euch ja dann schon eine ganze Weile gelaufen ist.
Was haben wir? Die Folge kommt Dienstag am 9. und wir reden hier vom Montag, den 1. Also ist eine Weile her. Ich glaube auch, ich mache diese Woche einfach mal ein paar weniger Folgen. Hier ist vielleicht der Puffer dann gerade auch für Offscreen-Arbeiten dann mal zu machen, ein Stück schon zu groß geworden. Ja, denke ich mal. Gut, das haben wir abgestellt. 15 Minuten sind voll. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.